Brigitte Mondrian, 1872 bis 1944. Gemälde Nummer 2 mit Grau und Schwarz, 1925. Er malt fast nichts, er baut 2 oder 4 Quadrate, aber er ist ein wundervoller Mensch, sehr gebildet und imponierend. Er lebt wie ein Mönch, alles ist weiß und leer, nur rote, blaue und gelbe Quadrate, die er im ganzen Raum verteilt hat, im Atelier und im Schlafzimmer. Dies berichtet eine amerikanische Kunstsammlerin nach einem Besuch in Mondrians New Yorker Atelier im Jahr 1941. Tatsächlich sind auf unserem Bild nicht einmal farbige Quadrate zu sehen, sondern nur eine schwarze, horizontal-vertikale Linienstruktur und weiße und graue Flächen. Die Komposition ruft keinerlei Erinnerungen an die sichtbare Welt hervor. Sie ist ein reines Konstrukt des Geistes. Der Weg dazu führt über den Kubismus, dem Mondrian 1911 in Paris begegnet ist. Das Geäst eines Baumes, die Fassade eines Kirchturms und die Dünen am Meer sind die Themen von Mondrians frühen Studien. Schritt für Schritt reduziert er die Motive auf geometrische Strukturen, bis er sich um 1919 ganz vom realen Vorbild löst und seine Bilder aus einer orthogonalen Struktur, den Helligkeitsstufen Weiß, Grau und Schwarz, sowie den Grundfarben Rot, Gelb und Blau gestaltet. Die Proportionen findet er nicht aufgrund mathematischer Berechnungen, sondern durch intuitives Abwägen. Durch Verschieben der horizontalen und vertikalen Achsen sucht Mondrian ein Gleichgewicht der verschiedenen Elemente, das nicht auf Symmetrie beruht, sondern asymmetrisch und somit dynamisch ist. Die horizontalen und vertikalen sind mehr oder weniger dick, immer aber sind sie breiter als gewöhnliche Umrisslinien und schmaler als Flächen. Die Bilder sind von unterschiedlichem Format, am häufigsten jedoch quadratisch wie unser Bild. Es gibt zwar ein Oben und Unten, aber keine dominante Richtung. Die Flächen sind am Bildrand nicht begrenzt, weshalb Mondrians Werke nicht mit einem Rahmen versehen werden sollten. Mondrian wollte jedoch mehr als formal ausgewogene Bilder schaffen. Seine Kunst sollte universell sein, frei von individuellen und nationalen Elementen. Er glaubte, dass Kunst in einer harmonisch gestalteten Umgebung letztlich sogar überflüssig sein würde. Er schrieb, Kunst wird verschwinden in dem Maße, als das Leben selbst an Gleichgewicht gewinnt. Besuchen Sie das Kunstmuseum Bern und sehen Sie die Werke im Original. Und laden Sie unsere Gratis-App Museen Bern aus dem App Store herunter.